Nächster Redner ist Werner Herbert von der FPÖ Niederösterreich. Herr Bundeskanzler, Vizekanzler, Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Der Kollege Todt hat zuerst in seiner Rede von einem Meilenstein dieses Programmes gesprochen. Von Meilensteinen nur besser oder noch aussagekräftiger. Nun, ich erkenne weder den Meilenstein noch den Meilensteine in diesem Regierungsprogramm. Es ist eigentlich, um es auf den Punkt zu bringen, die politische Selbstdarstellung zweier zerstrittener Koalitionspartner, die eigentlich eine neue Basis für noch weiteres Zusammenwirken, Zusammenarbeiten gebraucht haben und hier sich neu quasi erfinden wollen. Dazu darf ich Ihnen sagen, dazu hätte es kein neues Regierungsprogramm bedurft. Man hätte einfach dort ansetzen können, was schon seit 3 Jahren Gültigkeit hatte. Aber offensichtlich war es, sowohl dem Bundeskanzler wie auch dem Vizekanzler oder anders gesehen, den Regierungsparteien wichtiger, hier alte Forderungen neu aufzuwärmen, neu inszenieren, neu darzustellen, als kontinuierlich an den arbeiten zu wollen, was sie Jahre zuvor als den zukunftsweisenden Weg für unsere Republik dargelegt haben. Und natürlich sehe ich schon ein, dass man alles verbessern kann und alles natürlich auch innovativer gestalten kann, dass man zeitgeistig sein muss und auf die vielleicht geänderten Herausforderungen eingehen kann. Aber dazu ein neues Regierungsprogramm, politisch in der breiten Öffentlichkeit wie auch in diesem Hohen Haus hier darstellen zu wollen, nämlich in dieser manifestierten Art und Weise, erscheint doch einigermaßen irritierend. Das kommt mir so vor wie ein Unternehmen, das ein Produkt auf den Markt bringt und 3 Jahre später die Gebrauchsanweisung neu erfindet und sich dann darüber irritiert zeigt, dass sowohl das Produkt als auch der Hersteller kritisch hinterfragt wird. Und genau das, Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, ist die Quintessenz aus diesem Regierungsprogramm, nämlich die kritische Hinterfragung, was haben Sie bisher getan und was ist so neu an diesem Regierungsprogramm, nämlich an diesem neuen Regierungsprogramm 2017-2018. Ich lese hier viele gute Ansätze, Beschäftigungsoffensive, Verwaltungsvereinfachungen, Verschleierungsverbot, wurde schon angesprochen von meinen Kollegen wie Jenewein, die Grenzsicherung soll auf neue Beine gestellt werden, und straffällige Zuwanderer sollen hier rasch wieder in ihre Heimatländer verbracht werden können. Auszugsweise. Gute Ansätze, aber da hätten Sie das nicht niederschreiben müssen in einem neuen Regierungsprogramm. Da hätten Sie einfach die Anträge der FPÖ, die wir laufend in den letzten Jahren immer wieder eingebracht haben, einfach übernehmen können und die Abgeordneten von SPÖ und ÖVP hätten denen einfach zustimmen können. So einfach wäre es gewesen. Ich lese auch, dass sie einen besseren Schutz gegen tätliche Angriffe für die öffentlichen Bedienstete hier ins Leben rufen wollen. Auch das unterstütze ich sehr, weil ich nicht zuletzt in meinen vielen Jahren des Wirkens hier im Hohen Haus, sowohl im Bundes- als auch im Nationalrat, immer wieder auch Anträge hier eingebracht habe. Da wird ja gerade unsere Exekutive, aber natürlich auch allen anderen, die hier öffentliche Hoheitsverwaltungsaufgaben laufend wahrnehmen oder diese beruflich vollziehen müssen, hier eine Erleichterung in ihrem beruflichen Alltag, gerade gegen die laufenden Schlechterstellungen oder die laufenden Probleme, die sie hier haben, um es hier eben besser gestalten zu können. Auch das ist nichts Neues. Auch dazu gibt es unzählige Anträge. Auch da hätte man einfach zustimmen können. Ein bisschen schmunzelnd habe ich gelesen, dass wir in der Digitalisierung als 5G-Vorreiter hier neue Maßstäbe setzen wollen oder dass Sie das als Bundesregierung machen wollen, auch eine Sache, die grundsätzlich zu unterstreichen ist. Aber wenn wir wissen, dass im ländlichen Raum nicht einmal 4G flächendeckend vorhanden ist, der nicht einmal im Umfeld großer Ballungszentren wie Wien flächendeckend vorhanden ist, dann erscheint mir das wohl als großes und gutes Ziel zu sein,
wohl aber in der Realitätsumsetzung, nämlich in einer breiten Realitätsumsetzung, ohne dass man jetzt ein paar Hotspots herausbildet, wo man sagt, das hatten wir geschafft und das sind Momentaufnahmen für den Rest von Österreich. Da denke ich mir schon, da hat man wohl etwas zu tief in die Lade gegriffen oder wohl auch sehr tief in die Lade gegriffen, wenngleich natürlich das Ziel ein gutes und auch unterstützenswertes ist. So gesehen kann ich Ihnen den Vergleich mit der EU nicht ganz ersparen, weil das, was mir eingefallen ist, wie ich dieses Regierungsprogramm gelesen habe, ist der unmittelbare Vergleich zu der EU. Auch von dort wird viel angekündigt, auch von dort kommen immer wieder durchaus unterstützenswerte Ansätze, die aber dann bei der näheren Betrachtung meistens an zwei Dingen scheitern, nämlich an der faktischen Machbarkeit und an der finanziellen Umsetzbarkeit. Und genauso verhält es sich hier mit diesem Regierungsprogramm. Die faktische Machbarkeit ist mir in vielen Belangen in diesem Regierungsprogramm nicht ganz nachvollziehbar. Das Ziel ist ein gutes, aber wie gehen wir es an und vor allem, wie setzen wir es innerhalb dieser nächsten zwei Jahre, die Sie noch als Regierungsverantwortliche hier zu absolvieren haben, werden Sie das umsetzen? Und vor allem, wie finanzieren wir das alles? Auch da ist ja das Regierungsprogramm eher, sagen wir mal, oberflächlich. Wenn ich da lese, die 4 Milliarden sollen gut zu zwei Drittel durch Einsparungen Minderausgaben und Umschichtungen. Minderausgaben und Umschichtungen. Als gelehrter Beamter weiß das, das ist was ganz was Böses. Ja? Zustande gebracht werden und der Rest sind Konjunktur- und Beschäftigungseffekte. Also das ist ein interessanter Ansatz, den muss man erst was wohl faktisch im Budget dann suchen wird müssen. Alles in allem denke ich mir, es wird der Erfolg sein, an den Sie gemessen werden. Und ich habe schon seinerzeit damals, wie der Außenminister Kurz bei uns zu Gast war, auch ihm gesagt, es ist schön für uns als freiheitliche Partei, wenn man merkt, dass laufend und schön langsam auch unsere Ansätze, unsere Vorschläge übernommen werden. Wenn Sie diese dann auch noch in einem Regierungsprogramm Niederfindung finden, dann ist das ein besonderes Akt der Wertschätzung für uns. Aber gemessen, Herr Vizekanzler, wird man nicht an der Ankündigung, sondern an der Umsetzung der faktischen Taten. Und daran werden nicht nur wir als freiheitliche Partei messen, sondern auch der Wähler und die Wählerinnen am Wahltag, der in absehbarer Zeit, früher oder später, auf uns zukommen wird. In diesem Sinne, tun Sie Gutes für Österreich und ich wünsche Ihnen, dass Sie möglichst viel von dem da drinnen noch tatsächlich umsetzen. Glauben tue ich es nicht ganz, aber ich lasse mich gerne positiv zum Wohle von Österreich überraschen. Dankeschön. Das Regierungsprogramm sei eine politische Selbstdarstellung zweier zerstrittener Koalitionspartner, sagt Werner Herbert von der FPÖ Niederösterreich.